Jura einfach gemacht. Autor Dr. Donald Ebert, Konzeption Dr. Donald Ebert, Stimme Dr. Donald Ebert. Europarecht im weiteren Sinne. Das Recht der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK. Das Recht der Europäischen Union, EU, heute EU-Recht. Was ist eine EU-Verordnung? Worum handelt es sich hierbei? Ab wann entfaltet die Verordnung ihre Wirkung? Welche Wirkung hat sie? Und ein Beispiel für eine wichtige Verordnung für den Bürger. Was ist eine Verordnung? Die Verordnung ist ein Rechtsakt der Europäischen Union. Sie entspricht dem Gesetz auf nationaler Ebene. Sie gehört zum sogenannten Sekundärrecht der EU, welches aus dem Primärrecht der EU, also im Wesentlichen Verträgen der EU, abgeleitet wird. Wann tritt eine EU-Verordnung in Kraft? Das Datum des Inkrafttretens der Verordnung ist in der Verordnung selbst genau angegeben. Dieses Datum ist am Ende der Verordnung auf den Tag genau genannt. In der Regel verstreicht zwischen Verabschiedung der Verordnung und Inkrafttreten derselben ca. ein Jahr. Die EU-Verordnung hat unmittelbare Wirkungen in allen Mitgliedstaaten. Sie wirkt wie ein Gesetz, verdrängt aber sämtliche nationalen Gesetze, die denselben Regelungsgegenstand wie die Verordnung haben. Sie hat also Anwendungsvorrang und Geltungsvorrang vor diesen nationalen Gesetzen. Eine wichtige Verordnung für den EU-Bürger ist die sogenannte Fluggastrechteverordnung. Diese regelt, welche Rechte der Bürger hat, wenn ein gebuchter Flug annulliert, dem Gast die Beförderung verweigert wird oder der Flug große Verspätungen hat. In diesem Fall hat der Bürger Recht auf Entschädigungen, deren Höhe in der Verordnung angegeben sind. Möchten Sie ohne jedes Risiko und ohne Kosten gratis Lernhilfen zum Europarecht erhalten? Dann klicken Sie auf den Link unter dem Video.